Blitzeis auf der Autobahn. Es ist spiegelglatt. Rettungskräfte rücken aus, so wie hier in Niedersachsen. Es gibt viele Verletzte. Manche Fahrer halten an, leisten schnell Hilfe. Die Tür mit Gewalt auf, den Herren da rausgeholfen. Da haben wir ihn bei uns ins Auto gesetzt, bis die ersten Rettungskräfte eingetroffen sind. Die Feuerwehr im Dauereinsatz. Kaum hat sie eine Unfallstelle abgesichert, kracht es schon wieder, manchmal nur wenige Meter entfernt. Die Anfahrt war sehr schwierig, auch eine Rettungsgasse wurde wieder mal nicht richtig gebildet. Hier vor Ort haben wir eine spiegelglatte Einsatzstelle vorgefunden, in dem mehrere Unfälle passiert waren. Die Straße ist so glatt, dass selbst die Helfer Schwierigkeiten haben. Auf der A1 geraten bei Stapelfeld mehrere Autos ins Schleudern. Verschiedene Autobahnen werden vorübergehend voll gesperrt. Das Eis, das zuerst im Norden auftrat, hat im Laufe des Tages viele Teile Deutschlands erreicht. Unwetterwarnungen unter anderem auch für Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. In den Städten im Norden sowie hier in Husum in Schleswig-Holstein rutschen die Fußgänger auf den Gehwegen aus. Nicht alle bleiben unverletzt. Viele müssen ärztlich versorgt werden, Knochenbrüche, Platzwunden und Prellungen. Besonders dramatisch ist die Situation in anderen Teilen Europas. Aufgrund der Kälte gibt es Tote. Hier in Italien ist es der Schnee, der die Menschen in extreme Situationen bringt. So auch in Polen. Binnen 2 Tagen gibt es mehrere Kältetote in diesen beiden Ländern. Sie fahren zurück zum Depot. Die Busfahrer hier in Hannover machen Schluss, viel zu früh. Auf den Straßen hier geht gestern Abend nichts mehr. Schrittgeschwindigkeit, wir dürfen nicht mehr fahren. Wir dürfen überhaupt nicht mehr fahren, also wir fahren jetzt zum ZOB und dann haben wir Feierabend. Ich muss leider los. Okay, schönen Abend noch. In weiten Teilen Deutschlands hat das Blitzeis für abenteuerliche Verhältnisse auf Straßen und Gehwegen gesorgt. Besonders betroffen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. 40 km/h, auf der A2 ging es nur ganz langsam voran, nachdem es zu zahlreichen Unfällen gekommen war. Dieser hier bei Hemmingen südlich von Hannover endete für den Fahrer tödlich. Er war offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs, kam auf der spiegelglatten Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen diesen Baum. Auch in Sachsen Wintereinbruch, Streudienste im Dauereinsatz. Mit Eisglätte wird heute im Laufe des Tages vor allem in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen gerechnet. Blitzeis auf der Autobahn. Es ist spiegelglatt. Rettungskräfte rücken aus, so wie hier in Niedersachsen. Es gibt viele Verletzte. Manche Fahrer halten an, leisten schnell Hilfe. Die Tür mit Gewalt auf, den Herren da rausgeholfen. Da haben wir ihn bei uns ins Auto gesetzt, bis die ersten Rettungskräfte eingetroffen sind. Die Feuerwehr im Dauereinsatz. Kaum hat sie eine Unfallstelle abgesichert, kracht es schon wieder, manchmal nur wenige Meter entfernt. Okay, schönen Abend noch. In weiten Teilen Deutschlands hat das Blitzeis für abenteuerliche Verhältnisse auf Straßen und Gehwegen gesorgt. Besonders betroffen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. 40 km/h, auf der A2 ging es nur ganz langsam voran, nachdem es zu zahlreichen Unfällen gekommen war. Dieser hier bei Hemmingen südlich von Hannover endete für den Fahrer tödlich. Er war offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs, kam auf der Spiegel. Die Anfahrt war sehr schwierig, auch eine Rettungsgasse wurde wieder mal nicht richtig gebildet. Hier vor Ort haben wir eine spiegelglatte Einsatzstelle vorgefunden, in dem mehrere Unfälle passiert waren. Die Straße ist so glatt, dass selbst die Helfer Schwierigkeiten haben. Auf der A1 geraten bei Stapelfeld mehrere Autos ins Schleudern. Verschiedene Autobahnen werden vorübergehend voll gesperrt. Das Eis, das zuerst im Norden auftrat, hat im Laufe des Tages viele Teile Deutschlands erreicht. Unwetterwarnungen unter anderem auch für Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. In den Städten im Norden sowie hier in Husum in Schleswig-Holstein rutschen die Fußgänger auf den Gehwegen aus. Nicht alle bleiben unverletzt. Viele müssen ärztlich versorgt werden, Knochenbrüche, Platzwunden und Prellungen. Besonders dramatisch ist die Situation in anderen Teilen Europas. Aufgrund der Kälte gibt es Tote. Hier in Italien ist es der Schnee, der die Menschen in extreme Situationen bringt. So auch in Polen. Binnen 2 Tagen gibt es mehrere Kältetote in diesen beiden Ländern. Sie fahren zurück zum Depot. Die Busfahrer hier in Hannover machen Schluss, viel zu früh. Auf den Straßen hier geht gestern Abend nichts mehr. Schrittgeschwindigkeit, wir dürfen nicht mehr fahren. Wir dürfen überhaupt nicht mehr fahren, also wir fahren jetzt zum ZOB und dann haben wir Feierabend. Ich muss leider los.